19. Spieltag in der Regionalliga Südwest. Der Balinger Sportclub schlägt den VfR Aalen mit 1:0. Ja, Trainer Axel Siefert, die ersten 10 Minuten habe ich etwas Bange gehabt für den BSC. Dann seid ihr so langsam ins Spiel gekommen. 1:0, dann natürlich kurz vor der Halbzeit optimaler Torerfolg natürlich. Zweite Halbzeit gut verwaltet. Für mich ein verdienter Erfolg. Wie sieht es denn der Trainer? Ja, definitiv. Nachdem wir unsere obligatorische 5 bis 10 Minuten hinter uns hatten, kein Gegentor, haben wir eigentlich draußen auch ein bisschen aufgeatmet. Woran es liegt, weiß ich nicht, aber es ist halt immer so, dass wir wahnsinnig schwer ins Spiel reinkommen. Aber ich glaube, dann hat es die Mannschaft gut gemacht. Und natürlich, wenn du 10 Sekunden vor Halbzeit das 1:0 machst, das gibt dir natürlich Selbstvertrauen, das gibt natürlich nochmal einen Impuls. Und die zweite Halbzeit musste man immer. Man wusste ja, dass Aalen dann eigentlich auch nicht die Mannschaft ist, wo es auf Biegen und Brechen nach vorne geht, sondern die sind immer stabil, gewinnen oder verlieren meistens mit einem Torunterschied. Und das wussten wir und deshalb war es für uns jetzt keine Not. Ja, wir wollten gut stehen, stabil sein. Wenn Erich Saudner den Ball, wo er selber versucht, nochmal zurücklegt auf Tim Siegin, steht es 2:0, geht unser Plan auf. So war es noch ein bisschen bange, weil die langen Bälle vorne rein sind immer gefährlich. Aber insgesamt war es einfach eine kämpferisch gute Leistung auf dem Platz, muss ich ehrlich sagen, kann ich eigentlich auch nicht mehr erwarten. Nach dem Erfolg im Derby beim SC Freiburg, heute wieder die 3 Punkte. Jetzt habt ihr 27 Punkte auf dem Konto, da kann man doch etwas durchatmen. Am Wochenende, nächsten Wochenende wieder Heimspiel, kommt Hoffenheim 2. Ja, dann atmen wir mal durch, aber bis dahin gilt es nochmal der Fokus auf das Spiel zu halten, aufs Training zu halten und das haben wir auch verlangt von der Mannschaft und ganz klar, 27 Punkte ist traumhaft für uns. Ja. Wenn wir jetzt vielleicht es sogar nochmal hinkriegen, vielleicht nochmal einen zu Hause zu ergattern gegen Hoffenheim, dann sind wir absolut komplett im Limit, können ruhig in die Winterpause gehen und voller Elan dann in die Vorbereitung wieder starten. Also absolut top. Merkt man auch ein bisschen so die Unterstützung der Fans aus Balingen, wenn viele Gästefans kommen, die lautstark sind, aber ich denke trotzdem, die Balinger, die stehen komplett hinter euch. Das war letzte Woche war es noch sensationeller mit 1800 Zuschauern, 1600 Kaiserstühler im Möselstadion, hier auch wieder 850, also ich glaube, wir haben einen Schnitt von 1500 durch die letzten 19 Spiele gerechnet. Überragend. Also es macht wahnsinnig Spaß. Du fühlst natürlich auch die Unterstützung von der Zuschauer, auch in Phasen, wo es mal nicht so gut läuft. Es kommt kein negatives Wort rein, sondern eigentlich immer aufmerksame Worte zu unseren Spielern. Es macht riesig Spaß. Und ja, aber das ist eigentlich auch der Lohn, der sich die Mannschaft erarbeitet hat. Axel, ich wünsche dir mit Dennis natürlich noch eine schöne Woche, natürlich viel Trainingsarbeit und dann natürlich 3 Punkte gegen Hoffenheim 2. Und dann wünsche ich uns alle natürlich eine schöne Winterpause und dann sehen wir uns wieder, wenn es heißt, am letzten Wochenende im Februar geht es dann wieder zur Sache hier in der Regionalliga Südwest. Ja, und von Axel Siefert komme ich natürlich zu Hasan Pevic. Heute Glückwunsch natürlich, 1:0 Erfolg gegen den Absteiger aus der dritten Liga, VfR Aalen. Ein verdienter Erfolg aus deiner Sicht, aus meiner Sicht ja. Ja, aus meiner Sicht auch. War ein wichtiges Spiel für uns, vor allem mal 2 Spiele hintereinander zu gewinnen und konstante Leistung zu bringen. Ja, wir sind zufrieden mit dem Sieg, wir sind sehr stolz. Ich bin stolz auf meine Mannschaft und so kann es weitergehen. Anfangs immer wieder, die ersten 10 Minuten, Aalen komplett richtig stark. Da hattet ihr eure Probleme, aber dann seid ihr gut ins Spiel gekommen. Warum ist der BSC immer in den Anfangsminuten, sage ich mal, nicht ganz auf dem Platz? Ja, das war jetzt nicht jedes Spiel so. Es kommt manchmal so vor und wir versuchen uns ins Spiel reinzuarbeiten. Und das ist uns heute gelungen nach 10 Minuten. Und ja, deshalb verdient der Sieg für uns. Und natürlich das Tor zum besten Zeitpunkt der letzten Sekunde der ersten Halbzeit. Ja, das Tor war wichtig. Man muss auch mal 1:0 gewinnen. Man kann nicht immer 4:3 oder 3:2 gewinnen. Und deshalb die Null hinten, 1 geschossen, das reicht manchmal im Fußball. Und somit haben wir die 3 Punkte hier behalten. Jetzt habt ihr nach der hohen Niederlage 6 Punkte in Folge geholt. Jetzt geht es noch gegen Hoffenheim 2. Abschluss vor der Winterpause. Da gilt es dann natürlich nicht nochmal 3 Punkte zu holen. Natürlich, wir wollen auf jeden Fall die 3 Punkte holen und das ist unser Ziel. Wir trainieren die ganze Woche darauf hin und ja, nächste Woche sieht man dann, was dabei rauskommt. Freut man sich dann auch mal, jetzt habt ihr 27 Punkte, vielleicht werden es noch 30, freut man sich dann auch auf die Winterpause, auf die Ruhe?
Ja, das letzte Spiel muss halt mit 3 Punkten belohnt werden. Und dann kann man sich freuen, dann kann man auch mal einen Monat entspannen. Und ja. Gut, viele BSC-Zuschauer schauen zu. Was kannst du ihnen versprechen am kommenden Samstag gegen Hoffenheim 2? Dass die Mannschaft auf jeden Fall alles geben wird und dass wir die 3 Punkte hier behalten wollen. Wir haben noch was gut zu machen. Und ja, ich hoffe, es kommen auch zahlreiche Zuschauer. Also, Hasan Pepic, sag's am Wochenende, geht's nochmal richtig hier im Kanzlerstudio zur Sache. Vielleicht gibt's die 3 Punkte gegen Hoffenheim 2. Wir drücken dir die Daumen und deiner Mannschaft die Daumen, natürlich auch dem ganzen Trainerteam. Und das war Hasan Pepic mit Manni Schäfer für Fritz Zimmermann. Dankeschön.